Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ja, heute gibt es ein Video, auf das ihr schon mega lang gewartet habt und der Kater ist auch gerade punktgenau angekommen zum Anfang des Videodrehs. Ne? Oh, ich habe ihn angeregt, sich zu kratzen. Ich habe irgendeinen Punkt gerade gefunden. Das ist das LOL Winterchalet, nachdem ihr schon so oft gefragt habt. Es gehört zur Reihe Winterdisco und das ist halt wirklich mega, mega groß. Ich muss jetzt die ganze Zeit irgendwie immer so ein bisschen mich mit Ben absprechen. Zuerst warst du krank, dann war ich krank. Und dann halt irgendwie so einen Termin zusammenfinden, wo man dann auch wirklich lange aufnehmen kann. Weil ich denke mal, es wird jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen dauern, bis ich das komplette Chalet hier zusammengebaut habe. Ich glaube auch, es werden wahrscheinlich zwei Teile werden, oder? Also beim letzten Mal, ich kann nicht hier unten auch nochmal das Haus verlinken. Als ich das LOL-Haus aufgebaut habe, hat es auch zwei Folgen sozusagen gedauert. Ja, einfach weil man sehr lange irgendwie das zusammenbauen muss. Ich brauche dann auch wieder einen Schraubendreher und so. Ich glaube, man braucht doch relativ viele Batterien. Das Problem ist, ich habe gar nicht so viele. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie... Vier Stück habe ich so. Mal gucken, ob die reichen. Willst du nochmal Hallo sagen? Hallo. Jetzt legt sich der Kater auch noch hier schön hin. Ich glaube, der wird jetzt nicht lange liegen bleiben gleich, wenn ich das hier öffne. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was so ein bisschen mit dabei ist. Also, es gibt insgesamt 95 Surprises. Dann die Furniture included, also die ganze Einrichtung ist inklusive. Warum ist das eigentlich alles nur auf? Ach so, da unten ist es ja. Möbel sind enthalten. Okay, hier ist es. Der Kater legt sich. Kannst du es noch sehen? Hat sie gerade wohl davor gedreht. Exklusive Familie. Ah, es gibt also auch wieder bestimmte LOL-Puppen, die dazu gehören, die es hier nur in diesem Set mit dabei gibt. Beleuchtete Eislaufbahn. Was? Mobile Möbel. Hot Tub mit Rutsche. Wir haben einen richtigen... Oh, ein Whirlpool. Eine... Was? 4,6 Meter Lichterkette, 6 Räume, 3 Stockwerke, ein Schornstein mit Schnee, ein Schneebus, passend für LOL Surprise und OMG Puppen. Okay, also eventuell haben wir auch eine OMG. Ach, ist die vielleicht dabei? Das könnte sein, oder? Weil ich habe, mir fehlen ja noch die anderen OMG-Dolls, die neuen von der Winterdisco leider. Deswegen weiß ich nie genau, wie die aussehen. Aber ich hoffe, ich bekomme sie noch. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen noch was selber bestellt, muss ich noch dazu sagen. Oh, und es gibt auch noch eine Verlosung. Ah, das muss ich ja zuerst sagen eigentlich. Ihr könnt mir einmal für die Verlosung hier unten bei meinem Instagram-Account folgen. Und da werde ich wieder, ich denke mal, das Thumbnail hochladen. Und dann gibt es aber bei mir leider nicht das auf der LOL-Surprise-Seite von Instagram. Da gibt es, glaube ich, das irgendwie auch noch zu gewinnen. Ich weiß allerdings nicht genau, wann und wie das da irgendwie laufen wird. Da müsstet ihr euch leider selber irgendwie ein bisschen informieren, weil ich da keine Info zu bekommen habe. Aber auf meinem Account gibt es ein LOL-Surprise-Paket. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht genau, in welcher Höhe. Irgendwas zwischen irgendwie 30 oder zwischen 30 und 50 Euro. Auf jeden Fall irgendwie so ein Paket soll es zu gewinnen geben. Es wird einen Gewinner geben, den ich dann auslose. Jetzt muss ich mir noch mal gerade überlegen, was ihr denn schreiben sollt. Hilfe, was soll ich schreiben? Ey, was soll ich schreiben? Ihr könnt ja schreiben, Hashtag ich freue mich auf den Winter und dann vielleicht einfach mal, was so euer Traum-Winterurlaub wäre. Ich bin ja nicht so wirklich der Winterurlaubs-Fan. Ich bin ja eher so, ich fahre am liebsten in die Sonne, an den Strand und so und dann nicht wirklich so in den Winterurlaub. Aber es gibt da bestimmt einiges, was man sich so ein bisschen ausdenken kann, was so der coolste, beste Winterurlaub wäre. Und dann werde ich mir da mal einen schönen Kommentar aussuchen. Von wann bis wann das läuft, werde ich auf jeden Fall in den Insta-Post schreiben. Ihr solltet über 14 sein und falls ihr unter 14 seid, müsst ihr auf jeden Fall eure Eltern fragen, ob das so in Ordnung ist, weil dann muss ich die Adresse ja weitergeben an MGA und die werden euch ja dann das Paket zuschicken. Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall damit einverstanden sein und wenn ihr das nicht seid, dann sollten es auf jeden Fall eure Eltern wissen. Guck mal, so sieht's aus, wenn ich mal hier ganz normal auf der Couch aufnehme, ist der Kater dann auch am Start. Weil das ist nämlich immer sein Bereich hier. Hier schläft er immer und ja, schimmelt eigentlich den ganzen Tag irgendwie hier so auf der Couch rum und rollt sich hier auch immer sehr eigenartig ein. Also hast du mal gefilmt von oben, wie das aussieht? Er schnorchelt auch noch. Manchmal verschnurrt er sich auch und dann fängt er plötzlich an zu husten, weil er so dolle geschnurrt hat. Ah, ich glaube, das passiert jetzt nicht. Schön ist, man kann eigentlich alles mit ihm machen, wenn er hier so liegt. Er ist sehr dankbar für jede Streicheleinheit. So, einmal schön den Fuß lang strecken, bitte. Füße massieren ist auch immer schön. Zeig euch schon mal, was ich mir hier noch geholt habe. Nämlich einmal die Kugeln, die hatte ich ja nicht gekriegt leider von MGA. Jetzt habe ich sie mir selber gekauft, weil ich keine Lust mehr hatte zu warten. Und deswegen habe ich mir jetzt 5 von der Bling-Serie gekauft. Ich fand die so cool. Ich habe ja 2 Stück von euch geschenkt bekommen. Also als Fanpost habe ich die zugeschickt gekriegt. Und die fand ich so cool, dass ich mir gedacht habe, ich hole mir jetzt auch noch mal welche. Und eine will ich unbedingt...
Oh, hoppala. Eine will ich unbedingt noch in mein großes LOL-Projekt natürlich dazu schmeißen. Da habe ich ja ganz, ganz viele verschiedene LOL-Kugeln von jeder Serie, die ich bisher hatte. Habe ich mir die immer zurückgelegt, jeweils eine. Und das andere, habe ich mir jetzt auch selber gekauft, ist das hier. Bigger Surprise. Ich glaube, der letzte Koffer ist ungefähr ein Jahr her. Kommt das hin? Ein Jahr oder? Also so circa ein Jahr. Das habe ich als, ich weiß es noch genau, als 30.000 Abonnenten-Special habe ich mir den geholt. Jetzt habe ich mir gedacht, back to the roots, also zurück zu meinen Wurzeln. Ich hole mir jetzt einfach selber. Und habe mir den jetzt gekauft. Ich glaube, der war, was hat der gekostet? Ich glaube, 110 Euro oder so. 109 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Der ist auch schon ein bisschen länger raus, aber der gehört hier zum Winterdisco-Thema. Und ich habe ihn von Amazon mir irgendwie geholt. Und er sieht total zerstört aus. Ich war ganz entsetzt. Völlig aufgerissen. Ja, mal gucken. Ich glaube, heute werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, weil wir werden schon ein bisschen länger noch aufnehmen. Aber es ist dieses Mal auch eine OMG-Doll dabei. Das war beim letzten Mal ja noch nicht der Fall, weil da gab es ja noch gar keine OMG-Dolls. Aber jetzt gibt es welche. Da freue ich mich schon drauf. Sollen wir mal ein bisschen zeigen, was hier noch so ist? Ach, du bist genervt, ne, von ihm. Der filmt immer so nah ran. Ah, nerv mich nicht. Okay, komm, wir zeigen dir mal hier kurz das Haus. Hier können wir nämlich noch mal ein bisschen raufschauen, was es so generell dazu gibt. Das hier ist ja mal mega krass, habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ich habe mir extra die Sachen noch nicht richtig angeguckt. Jetzt sehe ich gerade, dass hier irgendwie Schnee rauskommt aus dem Schornstein. Das war da unten gemeint, als ich das gelesen habe mit dem Schnee. Und wahrscheinlich gehört die dazu und, ne, er gehört glaube ich nicht dazu. Der sieht so aus, als würde er zur Bling-Serie dazugehören. Oder sind die diejenigen, die hier dazugehören? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es gibt so viele Sachen, auch hier überall. Da ist eine Laterne, wollte ich gerade sagen. Eine Glühbirne, hier ist eine Glühbirne, da auch, hier auch. Ich habe gar nicht so viele Batterien. Da müssen wir uns einmal ein bisschen durchtauschen, oder? Wenn wir das eine gesehen haben, muss ich die wieder rausholen und tue sie dann irgendwo anders rein. Naja, man muss sich irgendwie zu helfen wissen. Dann würde ich sagen, ich mache einfach mal auf. Der arme Kater tut mir jetzt schon leid, weil irgendwie muss er jetzt hier so ein Stückchen rücken. Jetzt komme ich hier nämlich gleich gar nicht dran. Oh Gott. Oh, und es gibt auch wieder einen Snowbus, glaube ich. Hier oben habe ich nämlich einen Snowbus abgebildet gesehen. Ja, warte mal. So kann man das vielleicht nicht ganz so hell, ne? Aber wir holen ihn gleich mal raus. Dann sehen wir ihn sowieso in voller Größe. Bei dem anderen, da gab es ja auch so einen Umzugswagen. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Und irgendwie sind hier auch mehr Figuren dabei, glaube ich, als bei dem anderen Haus, was ich da beim letzten Mal ausgepackt habe. Ich hole mir mal meine Schere und dann schneide ich mal hier die Seiten auf. Und vielleicht könnt ihr ja auch irgendwie so ein bisschen, falls ihr nicht wisst, wie das aufzubauen geht, vielleicht kann ich euch ein bisschen helfen oder so. Vielleicht wird es aber auch wieder alles in die Hose gehen, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe ja nochmal ein helfendes Auge, ein informatives Auge und vielleicht auch eine helfende Hand. Wobei, Ben hört mir nicht zu, wenn ich rede. Deswegen ist es eigentlich auch nicht so wichtig. Aber falls ich mal eine Frage habe, vielleicht hilft mir dann trotzdem. Erlegt. Okay. Hier, ich wollte noch mal kurz was sagen. Hier steht aus echtem Holz, ne? So viel zu. Er hat mich ausgelacht, als ich gesagt habe, es ist Vollholz. Er wusste gar nicht, dass es Vollholz gibt. Aber Vollholz gibt es wirklich, aber es war wahrscheinlich kein Vollholz. Aber es war auf jeden Fall schweres Holz. Oh, das hängt fest. Der Kater lässt sich gerade überhaupt nicht irritieren. Ich komm hier nicht dran. Miro, kannst du mal bitte mal ein Stück. Kannst du. Ja. Hallo? Ja, irgendwie kann er wohl nicht. Dann versuchen wir mal, um den Kater herum auszupacken. Oh Gott, dass der jetzt noch da liegt, wundert mich ehrlich gesagt. Kater! Oh, ein müder Blick nach oben. Oh, mehr kriege ich auch nicht von ihm, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Ich will den Kater nicht wegschubsen. Okay, ich versuche es irgendwie nach hinten zu kriegen. Mal gucken, wie lange er das aushält. So, ein bisschen näher ran. Oh Gott, nein, ich will nicht, dass er da voll ist mit dem ganzen Styropor. Nee, das geht nicht. Vielleicht solltest du jetzt weggehen. Vielleicht jetzt oder auch jetzt oder jetzt. Ah! Oh, okay, er geht wohl nicht weg. Ja, warte mal, ich schmeiß das mal irgendwie so ein bisschen auf den Boden. Gott, wer macht das nachher alles wieder sauber? Ich, nicht schön. Oh nein, ich werde wieder voller Styropor, glaube ich, sein, wie beim letzten Mal. Diese ganzen kleinen Kügelchen, überall kleben die an mir dran. Da, guck mal, da ist das Auto. Aua, der Umzugskarton. Der Umzugswagen. Der Schneewagen. Ich ziehe den mal. Boah, sehr schwer. Oh Gott, ich dachte gar nicht, dass der so schwer ist. Ja, das wird es auf jeden Fall dann im nächsten Video geben, dass ich diesen kompletten Umzugskarton auspacke mit den ganzen Einrichtungsmöbeln und dann richte ich natürlich die ganzen Zimmer ein, weil das dauert auch nochmal richtig lang. Ich glaube, beim letzten Mal hat das erste Video schon eine Stunde fast gedauert. Und das zweite auch. Boah, der Kater, der ist überhaupt völlig tief entspannt. Das interessiert mich überhaupt nicht, was ich hier oben mache. Oh Gott, Miro. Jedes Mal irgendwas ist. Ich komm. Ja, jetzt hab ich ihn gleich. Oh Gott. Oh, der sah so klein aus auf dem Bild. Oh Gott, ist der riesig. Meine Güte, guck dir das mal an, bitte. Wow, der ist sowas von groß. Hier vorne steht übrigens drauf, Charlie, was steht das? Charlie 20 oder so? Ja, das ist wahrscheinlich die Buslinie. Oh, die haben eine eigene Buslinie, die zum Chalet fährt. Das ist ja voll cool. Oh, vielleicht ist es auch ein Hotel. Vielleicht wohnen die da im Hotel drinne.
Nee, ja, vielleicht auch doch. Und die machen halt irgendwie so Winterurlaub. Sieht sehr, sehr schön aus, der Bus. Den gucken wir uns beim nächsten Mal nochmal richtig an. Ich will doch noch ganz kurz so ein bisschen drauf gucken. Oh, was ist das? 20.000? Warum? 20.000 Teile vielleicht. Oh, hoffentlich nicht. Dann bin ich am Morgen noch nicht fertig. So, den fahren wir kurz zur Seite. Gott, ich glaube, wenn der jetzt hier auf den Knopf fallen würde. Das ist mir scheißegal, das ist sein Platz. Er geht hier nicht weg. Guck mal, da rollt er sich nochmal wieder richtig rein. Einfach nochmal so als Protest. Ist mir egal, lass einfach auf mich drauf fallen. Der mag das ja manchmal auch, wenn man so Teile auf ihm abliegt. Also so, ich meine so Körperteile. So ein Arm oder ein Bein. Das liegt ja trotzdem da. Das ist ihm völlig wurscht. Wahrscheinlich könnte ich auch den Karton auf ihm ablegen. Ich gucke jetzt mal hier kurz so ein bisschen um die Ecke. Ja. Es wäre auch schön, wenn du so ein bisschen weiter wenigstens nach rechts gehen könntest. Hörst du, dass der schnurrt? Er schnurrt einfach mal. Er schnurrt einfach nur. Findest du es toll, ne? Ja, findest du schön, dass ich hier einfach um dich rum arbeite. Warum kommst du denn nicht mal normalerweise ins Video? Das verstehe ich immer gar nicht. Jedes Mal, wenn ich anfange zu klatschen, ist er weg. Klatschen, Gater weg. Ich bin zu laut. Und warum dir das nicht zu laut ist, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Achso, das ist gar nicht so groß. Das ist nur so ein kleines Teilchen hier. Oh nein, das ist ja nur... Oh, das ist gar kein richtiges Teil. Was mache ich denn? Ich komme nicht dran. Soll ich vielleicht mal auf der Seite hier versuchen? Klatsch schon mal. Stimmt, wenn ich klatsche, dann geht er vielleicht. Dann denkt er, ich nehme auf. Oha, Erdbeben hat ihn auch nicht gestört. Das hat gerade voll gebebt. Ja, das ist egal. Bleib ruhig da, kein Problem. Kein Problem, wir arbeiten einfach um die rum. Machen wir schon. Hauptsache kein Styropor im Fell, das ist nicht gut. Okay, dann hole ich mal die ersten Styropor-Sachen hier raus. Ja, die ersten, die zweiten. Ja, ist erhöhter Schwierigkeitsgrad heute mal wieder. Ach, das, da habe ich noch was Leichtes. Ja, das ist auch wieder Müll. Oh Gott! So, es ist total schwer. Nee, jetzt muss ich aufstehen, das geht nicht. Kein Problem, bleib einfach liegen. Kein Problem, kannst du mir machen. Ah, warte mal, hier. So, kannst du es bitte unten auffangen, was da jetzt rauskommt? Kannst du das bitte annehmen? Der ist, glaube ich, eher gestört von der Kamera als von dem Ding, was dahinter ihm kommt. Anyway, das ist ein großer Typ. Okay, warte, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie wenig das jetzt auf ihn rauffällt. Ganz schön schwer. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, er hat sich bewegt. Was soll denn das? Wieso gehst du jetzt? Jetzt bin ich fertig. Jetzt kannst du liegen bleiben. Jetzt stehst du auf, oder was? Ach, Miro, ey. Kannst du mir vielleicht helfen? Beim Aufmachen darf ich deine Kralle benutzen. Oh, das sieht so schlimm aus hier. Alles voller Styropor. Ich glaube, ich muss gleich saugen erstmal. Dadurch, dass er ja alles frisst, muss man echt immer aufpassen, dass der hier irgendwie nicht ans Styropor geht. Siehst du eigentlich aus? Bitte was? Okay, mach mal auf. Ich denke mal, hier sind jetzt wahrscheinlich die ganzen Wände drin und ich hoffe auch eine Anleitung. Hast du eine Anleitung gesehen irgendwo? Nee. Dann hoffe ich mal, dass hier eine Anleitung auch noch drin ist, wo ich dann irgendwie weiß, wie das zusammengebaut wird. Oh. Ja, Faden ist auch immer gut. Ich bin echt so verwundert, dass der, wenn ich hier sitze, da ist und wenn ich da sitze, nicht. Oder wenn ich auf dem Boden sitze. Als ich da meine Playmobil-Sachen ausgepackt habe, da war der ja auch die ganze Zeit da. Ich glaube, ich schneide das hier einfach oben auf, oder? Ach nee, Moment mal, ich glaube, da kann man es sogar aufmachen. Was ist denn da? Ey, was machst du da? Ja, bitte? Ach so, okay. Ja, das... Ich muss einmal kurz... Oh, hartnäckig, echt. So eine Klette, die einfach nicht weichen will von ihrem Platz. Guck mal, das ist jetzt besser. Jetzt kommen wir hier wenigstens von oben dran. Ach, jetzt habe ich heute gar nichts vorbereitet zum Grüßen wieder, ne? Jedes Mal, wenn du mich hier filmst, habe ich immer gar nichts vorbereitet. Wollen wir wieder einfach so ein paar Namen grüßen? Ich finde, das passt immer ganz gut. Du darfst dir erstmal wieder einen Namen aussuchen, den du grüßen möchtest. Nein. Nicht Tim. Nicht Tim. Und auch nicht Alina. Alina haben wir schon gegrüßt. Barlina. Und auch nicht Barlina. Na, wen suchst du aus? Dann grüße ich Max, der guckt bestimmt auch wieder zu. Du grüßt immer die gleichen. Max hast du auch schon mal gegrüßt. Habe ich schon mal gegrüßt? Ja. Dann grüße ich... Guck mal, der Kater. Ich will doch hier nur aufklappen. Bitte lass mich doch ran. Oh, okay. Bin ich jetzt hier im Fernsehen? Ah, Kamera mag er nicht so. Ja, bitte. Dein Name? Ich habe einen großen Schwanz im Bild. Oh, das ist schön. Wer hätte das nicht mal gerne im Bild? Ah, jetzt ist er wieder weg. Okay. Also, ein Name bitte von dir. Also, ich grüße Claudia. Oh, Moment mal. Oh, ich hatte da einen Namen. Wie hieß sie denn nochmal? Leylin? Leylin? Oh, oder so? Oh, ich weiß was. Ja? Ich grüße alle Zuschauer aus Österreich. Oh, ja, die grüße ich auch. Und aus der Schweiz. Und aus der Schweiz. Ja. Ich habe nämlich auch ganz viele Zuschauer aus Österreich-Schweiz. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Doch, ich habe auch ein paar. Lese ich auch immer mal wieder zwischendurch. Die darf man nicht vergessen. Die muss man auch immer wieder grüßen. Alle Schweizer und Österreicher können ja jetzt mal die Kommentare schreiben. Was denn? Ein Ich bin aus der Schweiz. Ich Nein, bin aus oder, Österreich. Oder ein cooles Emoji. Eine Tanne. Oh ja, wer findet die Tanne? Finde ich nicht. Gibt es auch eine Tanne? Es gibt bestimmt eine Tanne, oder? Gibt es eine Tanne? Wo? Weiß ich nicht. Als Emoji so auf dem Handy? Ja. Gibt's eine Tanne? Mach doch den Kackhaufen.
Toll, jetzt habe ich ganz viele Kackhaufen bestimmt unten drin. Wer nett ist, macht eine Tanne und wer frech ist, macht einen Kackhaufen. Toll. Deine Zuschauer machen bestimmt keine Tanne. Okay, wir haben hier irgendwie so Zubehör. Schrauben mal wieder. Zwei kleine und der Rest 45 große. Oh mein Gott. Man darf bestimmt wieder nicht mit einem Akkuschrauber, oder? Theoretisch hätte ich einen. Dann haben wir hier noch irgendwie sowas mit so einem Schraubenschlüssel. Oh Gott, ist der überhaupt? Ja, ich dachte schon, der ist irgendwie aus Plastik. Ach so, das ist eventuell, um das irgendwo an der Wand zu befestigen, damit das nicht umkippt. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wohin damit. Das kommt dann zu dem anderen Haus dazu. Ja. Ich baue dann mal an. Zum Haus, zum Glamper. Nein, was ist denn hier los? Ist das gerissen? Ist das gerissen oder ist das nur verklebt? Ich glaube, es ist nur schlecht geklebt. Okay. Dann versuchen wir das irgendwie zu überspielen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier auch wieder irgendwelche... Okay. Hier, da sind Buchstaben drauf. L, genau. Nach den Buchstaben müssen wir jetzt wieder gehen. Beim letzten Mal war das ja eigentlich ganz cool. Da konnte man irgendwie so von A bis, weiß ich gar nicht wo, auf jeden Fall irgendwie so von A angefangen. Ging das dann los mit dem Zusammensetzen. Oh, hier auch so kleine Teile. R, E, H. Also ich würde sagen, ich hole die jetzt erstmal raus. Das muss ich ja jetzt nicht zeigen. Und dann zeige ich euch das gleich, wenn ich die so zusammensetze. Dann ziehe ich mal um zum Tisch, weil auf dem Tisch ist es, glaube ich, einfacher zu arbeiten. Ne? Bis gleich am Tisch. So, hier bin ich jetzt hier. Wieder an der Stelle des Geschehens und ich habe gerade festgestellt, dass ich vergessen habe, mir meinen schönen Dingsbums hier Haarreif aufzusetzen, weil den habe ich doch geschenkt bekommen auf dem Pupsi-Event, ja. Und ich hatte versprochen, dass ich den im Video trage und wenn nicht jetzt, wann dann? Weil das passt auch total gut hier zum Winterdisco-Thema. Hör auf, mich auszulachen. Es wackelt, oder? Warte mal. Was, so? Hier schüttelt alles, ey. Meine Ohrringe auch, die klimpern hier bis zum geht nicht mehr. Ich höre das ja die ganze Zeit voll laut. Oh nein, der hat sich auch noch verdreht. Was ist denn da los? Na, egal. Egal, es ist trotzdem noch eine Schneeflocke. Oh, ich kann klatschen. Okay, sieht wahrscheinlich ziemlich bescheuert aus. Lassen wir das einfach. Ich habe hier schon mal die ersten zusammengesucht, nämlich die Teile A, B, Aua, C und D. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Ach so, das ist C. Genau, das hier ist A, B, C, D. Nee, Quatsch. Das ist A, B, C. Nee, Quatsch, das stimmt auch nicht. Das ist B und C. Ach so, C gibt es doppelt. Hä, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem und dem? Das werde ich gleich herausfinden. Aber das ist auf jeden Fall hier Teil Nummer A. Nummer A gibt es nicht, aber egal. Jetzt muss ich jetzt aber richtig gucken. Ich muss gerade mal kurz gucken, wie rum das hier ran ist. Ich lasse laufen, ich mach's nicht stoppen. Ja. Warum auch immer B auf der rechten Seite ist. Das ist gar nicht B. Kommen die komischen Schrauben nach außen oder nach innen? Ach so, genau. Das hier, das ist das Hässliche, was hier nicht gedingst ist. Das muss nämlich nach oben. Und deswegen gehört das wahrscheinlich so rum. Und dann sind nämlich diese Schrauben hier innen. Ich weiß zwar nicht genau, warum wir diese komischen Schrauben brauchen, aber das werden wir hoffentlich noch feststellen. Jetzt wollen wir erstmal ordentlich ein paar Schrauben. Also wenn das nicht geht mit dem Ding hier oben, dann setze ich das wieder ab. Ne? Es kann sein, dass ich mir hier gleich irgendwie irgendwas... Also, dass mich das leicht behindert. Okay, ich stecke die erstmal hier kurz vorsichtig so ein bisschen rein. Wo ist denn jetzt der schöne Schraubendreher? Hier. Okay, dann machen wir jetzt die nächsten beiden. Auch wieder gucken, dass hier die schöne Seite ist, die kommt nach unten und die hässliche Seite kommt hier nach oben. Machen wir auf der Seite jetzt gleich genauso. Das sind haargenau dieselben und deswegen ist es völlig wurscht, wie rum wir das machen. Ich stecke das erstmal hier unten schon so ein bisschen durch und dann schon hier oben. Ich muss sagen, ich baue ja eigentlich ganz gerne Schränke zusammen. Ist ja so ein bisschen so wie ein Schrank zusammenbauen. Aber ich habe voll lange keinen Schrank mehr. Keinen Schrank mehr zusammen. Ey! Keinen Schrank mehr zusammengebaut. Ich glaube, der letzte, das war vor 2 Jahren oder so. Baust du gerne Schränke zusammen? Oh. Baust du gerne Schränke zusammen? Nein? Ich finde das irgendwie cool. Das ist so ein bisschen wie so ein Rätsel, wenn man Geschenke zusammenbaut, genau. Wenn man Schränke zusammenbaut. Ja, wenn du bei Ikea kaufst, stimmt das sogar. Ja, aber ich finde auch hier, das ist immer so, vielleicht so ein bisschen... Ist das ja heimlich von Ikea? Nein, vielleicht ist es auch einfach heimlich ein Rätsel. Wie viele von den Puppenhäusern muss man generell überhaupt selber zusammenbauen? Das ist ja gar nicht mal so häufig so. Oh, ich kann ja mal kurz was erzählen. Ich krieg nämlich noch ein weiteres Haus. Ein Frozen-Schloss. Ich weiß aber nicht genau, ob man das auch zusammenschrauben muss oder ob das halt so aus Plastik schon fertig kommt oder keine Ahnung, ob man da irgendwas machen oder auch zusammenstecken muss. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Frozen-Schloss, so ein Prinzessinnen-Schloss. Ja, es kommt ja Frozen 2 bald nämlich ins Kino. Ende November, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann ich das Video hochlade. Ich versuche das natürlich möglichst schnell zu schneiden und möglichst schnell hochzuladen, damit dann der nächste Teil auch möglichst schnell kommt. Heute werden wir das nicht aufnehmen, ne? Den zweiten Teil, oder? Nein, das wird wahrscheinlich zu lang dauern. Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Sitzt das eigentlich gerade? Kommt mir so vor, als ob das voll runterhängt. Ich habe vielleicht ein bisschen viel geschüttelt. Ach, guck mal, Amy geht gerade weg. Jetzt können wir auch schon mal gucken. So, ihr seht das jetzt auch richtig hier von vorne. Ne? Hier vorne ist lila, oder? Schön. Das ist jetzt schon mal der erste Schritt für unseren Unterboden. Ist da... Ach so, ja, okay. Ich dachte gerade, hier vorne ist zu. Nein, eigentlich, genau. Es muss ja dafür hier vorne nicht zu sein, weil ich glaube, hier kann man dann die anderen... Aldi hat zu, aber...
Ich denke mal, dass man hier vorne wahrscheinlich diese extra Sachen noch reinschieben kann, weil wir haben ja gehört oder haben ja gelesen, dass es diese Schnee, wie heißt das nochmal, Schlittschuhbahn, eine Schlittschuhbahn gibt und noch irgendwas anderes, diesen heißen Dingsbums, Whirlpool. Da müsste man ja eigentlich auch heißes Wasser reinmachen. Vielleicht verändern sich ja die Puppen auch wieder zu einer bestimmten Farbe oder so. Oh, hat man mich überhaupt gehört? Ich habe gerade vor hier reingeredet. So. Ja. Na gut, kommen wir zum nächsten Teil. D und E. D. D ist schon mal da. D wie da. Und E wie echt gut. Machen wir jetzt ein schönes Spiel draus. Dann versuchen wir mal hier D und E irgendwie zusammen zu knibbeln. Ach so, guck mal einen an hier. Das ist vorne. Das ist vorne und das ist irgendwie ein Regal mit einem Schallplattenspieler. Warum haben die eigentlich immer noch Schallplattenspieler? Das hat doch heutzutage keiner mehr irgendwie. Hattest du mal einen Schallplattenspieler? Ja, ja, siehst du? Naja, es ist so ein bisschen retro wahrscheinlich. Muss ich nur noch rausfinden, wie rum. Ich glaube so. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das jetzt verkehrt rummache. So vielleicht. Ah, so. Okay, mit dem weißen Ding hier auf jeden Fall nach unten zeigen zu dem anderen weißen. Dann muss die hübsche Seite nämlich jetzt hier zu mir zeigen. Man muss hier immer so ein bisschen gucken, dass man hier spiegelverkehrt das irgendwie sich richtig zurechtdenkt. Oh, das ist vielleicht keine gute Idee, das so zu machen. Das schneide ich einfach raus. Ach, schau mal einer an. Zur Not kann ich das auch immer noch drehen. Oder auch nicht. Ist das überhaupt gerade? Das gehört das jetzt hier oben drauf? Ah ja, doch, tatsächlich. Das eine gehört hier drauf. Und dann haben wir nochmal Numero F. Nee, nicht Numero F, sondern F, was hier auch noch mit dazu gehört. 4 Schrauben. Ich muss mal kurz denken. Ich weiß nicht genau, wie rum das gehört. Ich muss mal kurz nachdenken. Also das ist die hässliche Seite. Eigentlich muss ich das so hochstellen. So, dann haben wir hier die hässliche Seite. Eigentlich kann man sich immer genau daran auch orientieren. Man guckt immer einfach, welches die hässliche Seite ist. Also das ist die schöne Seite zum Beispiel. Ne? Da ist ja schön verklebt. Und das ist die hässliche Seite, die ist eben nicht schön verklebt. Und die hässliche Seite kommt immer zur hässlichen Seite. So kann man sich das auf jeden Fall merken. Deswegen muss die hier jetzt so rum wahrscheinlich hin. Mal gucken, wo das hier rein muss. Sieht richtig aus. Jetzt schraube ich wieder hier von unten einfach mit den Schrauben das da durch. Ach so, die ist ja noch gar nicht drin. Ich dachte, die bin schon voll weit drin. Oh, es kommt wieder zurück. Es kommt immer wieder so zurück, wie man es in den Wald hineinruft. Oh, puh, kommt da die Schraube her? Oh, ich habe das Gefühl, ich habe so ein fehlerhaftes Handgelenk. Es dreht nicht richtig. Wie sieht's denn aus? Sieht es schon ganz richtig aus? Ja. Jetzt wieder die schöne Seite. Die schöne Seite kommt nach hier. Ich weiß noch nicht so genau, wohin damit. Moment, da muss ich jetzt noch was nachgucken, ob du da wirklich dahin gehört. Nein. Dann kommt die nächste Wand hier außen ran. Das ist wahrscheinlich dann die Außenwand. Hallo, Katze. Jetzt weiß ich nicht, wohin. Ich weiß, es ist zu voll hier. Oh, das war voll daneben. Ups. Ja, das war fast genau getroffen. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der kleine Mann? Wo ist er denn? Da war ich nicht. Hallo? Hallo? Ja, Loch. Hallo, bin ich jetzt da drin oder nicht? Jetzt kannst du auch gar nicht sehen, wie ich schraube. Das ist voll doof. Beim letzten Mal konntest du mal sehen, wie ich schraube. Hä? Das war Schritt Nummer 3. Kommt Schritt Nummer 4, nämlich G und H. Hallo. G, eine sehr interessante Wand. Da passiert nicht so viel. Oh, fein rum. Das ist G und das ist H. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie die andere Wand, dieses andere komische Eckding. Ich weiß noch nicht so genau. Da ist wieder das Gute, die gute Seite. Das ist wieder vorne mit den Dosen hier nach oben. Und dann machen wir dieses Dreieckstück hier dran an dieses Loch da. Bohren wir wieder von hinten. Wir bohren von hinten durch. Tu mal so, als ob ich hier alles bohren würde. Ich fertige das an. Werde das nachher auch noch schön schleifen, weil ich habe das ja alles selber gemacht. Ich habe das ja auch alles selber zurechtgesägt. Versuche gerade irgendwas zu zeigen, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Ich glaube, es gibt keine schlechtere Art und Weise, irgendwas zu zeigen, als auf einem anderen Holzteil, so wie ich das gerade mache. Hochprofessionell, wie immer. Und das nächste ist fertig. Jetzt weiß ich wenigstens, dass es einigermaßen gerade ist. Das ist schon ganz gut. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wo das hingehört. Sind das eigentlich Katzenhaare? Nee, es waren vorher auch schon so viele Haare, oder? Oder sind das Katzenhaare? Oh mein Gott, alles ist voll. Das sind Späne. Die waren schon da. Achso, das muss zur Seite. Oh, hab ich was kaputt gemacht? Okay, das ist G. Jetzt brauchen wir noch I. So, das ist so ein langes Ding hier. Ah, ich hab's. Sehr schön, okay. Das ist eine sehr interessante Wand. Das ist ja alles bei diesem... Das ist wohl eher der Boden und die Decke, ne? Nein, das ist bei oder? Diesem Ding hier ist das alles nicht ganz so gerade. Ich glaube, das ist eine Wand, oder? Das könnte auch ein Boden sein. Ja, das könnte auch ein Teppich sein hier. Das stimmt. Das könnte ein Teppich sein. Und das hier nämlich die Wand, die dazwischen gehört. Warum hat denn keiner gesagt, dass es so schief ist? Krieg ich das gerade? Oh nein. Ah ja, okay. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. I ist... Und wenn man das jetzt so hält. Hallo. Also, das ist jetzt der Boden, wie du richtig gesagt hast. Und jetzt gehört diese Wand hier noch da drauf. Ich weiß noch nicht genau, wo. Entweder hier oder da. Diese könnte das auch sein, ne? Genau. Hier passt das eigentlich ganz gut hin. Deswegen ist das hier die richtige. Moment, muss ich einmal so umdrehen. Hier haben wir wieder die schöne Seite. Keine Ahnung, was das hier für eine Aussparung ist in der Mitte. Ob da irgendein Rohr langläuft. Wahrscheinlich nicht. Hör auf, meine Schneeflocken zu filmen. Die Kamera schwenkt immer hoch, wenn ich gerade... Die eine sieht so aus, als würde sie tief runterhängen. Oder sieht das nur so aus? Das ist ja eine traurige Schneeflocke. Nochmal. Was?
Was hast du denn da? Nochmal abwechseln, links, rechts. Ich bin so langsam. Also mal nochmal, oder? Darf man nochmal? Nein. Einmal noch. Wenn ich das schon so hier zusammenschrauben kann, ne? Das sieht so komisch aus, was ich hier tue. Aber man muss schon so ein bisschen immer umdenken, was genau wo hier reingehört, ne? Aber mir macht das ja Spaß. Ich finde das eigentlich ganz cool. Wo kommt denn jetzt plötzlich das F her? Was? Kopfkino, wo kommt denn plötzlich das F her? Hä? Weißt du so, wo kommt jetzt plötzlich das F her? Deswegen hier. Das F war schon da. Das F ist nämlich das da. Okay, also muss ich eigentlich nur noch das jetzt hier zusammenschrauben. Dann muss ich das hier so, genau, hier ist nämlich hinten. Vielleicht ist es schlauer, wenn ich das andersrum hinlege. Kannst du es nicht entstellen? Ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn ich das hier so mache. Muss oder wenn ich das hinlege. Muss das sowieso von oben aus schrauben jetzt, oder nicht? Wie einfacher, wenn ich das andersrum mache. Na, mach wie du denkst. Legen darf mal hin. Das ist ja auch ein Zusammenbauvideo von Frau. Was bitte? Was soll das jetzt heißen? Hm? Was wolltest du sagen? Hm. Was soll das heißen? Als ob ich nichts kann. Nein, ich hab nicht gesagt. Das war aber der Wink mit dem Zaun. Nee, ich helf dir ja nicht mal. Du machst doch alles allein hier. Ich mach ja alles alleine. Bin ja auch ruhig. Bin gut, ich kann auch nicht mehr aufstehen. Eigentlich ist es angenehmer, wenn man das jetzt hinlegen würde, so wie dann ich das gedacht habe. Dann legst du wieder hin. Aber ich mach das jetzt so, wie Ben das gesagt hat, weil er hat gesagt, das ist viel professioneller, was ich nicht finde. Das ist die zweite Etage wahrscheinlich. Sehr interessant. Ich finde es ganz cool, dass das mal irgendwie nicht so gerade ist, ne? Oh, Etage 2. Was? Also wir haben hier eine schöne Doppeletage. Ist das so hoch, dass man es nicht sieht? Also das ist eine doppelte Dings, die hier von oben nach unten durchgeht und beide zusammenhält. Du kannst ja mal kurz gucken, was das hier so, was hier so drauf ist. Ja, haben wir einmal irgendwie ein Zimmer. Und auf der Rückseite, warte, ich zeig dir mal kurz die Rückseite. Auf der Rückseite gibt es ein Badezimmer. Und unten sieht das so ein bisschen aus wie ein Treppenhaus, ne? Oder? Oder so irgendwas, so ein Flur, einfach nur so eine Blume. Und auf der anderen Seite ist dann, was ist denn das? Ein Schrank mit Schminksachen drauf. Könnte auch einfach irgendwie so der Eingang sein, wo man vielleicht Schlüssel oder sowas irgendwie ablegt. Vielleicht auch einen Schuhschrank oder sowas. Und das schieben wir jetzt hier einfach rein. Jetzt ist das hier schon mal so ein bisschen verkantet und dann muss man das hier unten auch nochmal festschrauben. Aber ich glaube nur mit einer Schraube diesmal, ne? Toll. Jetzt muss ich es nämlich doch hinlegen. Schritt Nummer 8. Ja, Profi. Und Deckel, würde ich mal schätzen. Und eigentlich muss man gar nicht gucken, weil eigentlich kann man jetzt schon sagen, Deckel und hier hässliche Seite kommt wahrscheinlich wieder hier drauf. Oh Gott, ich komme nicht dran. Ich muss das irgendwie ein bisschen rumdrehen, sonst komme ich nicht dran. Dann einmal. Nein! Oh. Das ist schräg. Oh, ich glaube, das ist Schnee. Cool. Ich habe aber irgendwie ein bisschen Schiss. Hoffentlich mache ich das jetzt richtig. Naja, Schnee würde ich sagen, kommt von außen. Ach, es kommt an die Seite, wo dieser orangene Boden ist. Ja, das ist ja hier oben, ne? Das ist ja hier diese Schräge wahrscheinlich. So, hier mit der Schräge dann da so ran? Nee, höher. Das andere Teil wird auch eine Schräge haben und die treffen sich oben. Ach so. Ah ja, okay, stimmt. Das macht Sinn. Und hier unten muss es wahrscheinlich aufliegen. Drei Schrauben. Die eine, die kommt hier rein. Da bei diesem kleinen Dreieck, was wir hier vorher schon mal reingedreht hatten. Da kommt die eine hin. Okay, jetzt muss man ein bisschen halten hier. Ich glaube, da werde ich schon mal ein bisschen reindrehen. So, und die anderen beiden kommen dann hier hin. Nein, was ist denn da? Nein, das ist kaputt, ne? Aber ich das? Wie soll das denn gehen? Geht das so schräg hier durch? Ach, guck mal, der geht. Da ist doch gar keiner, oder? Da ist gar kein Loch da unten. Doch, da ist doch ein Loch. Das ist aber schwierig hier. Es geht hier nicht weiter. Ist der hier verkehrt? Eigentlich nicht. Soll ich den wieder rausmachen? Das passt doch hier so nicht. Okay, versuchen wir es mal so rum, dass ich das jetzt hier gerade komplett verkehrt war. Andersrum geht nicht, weil dann hättest du die hässliche Seite vorne. Ja, es passt halt auch farblich eigentlich voll. Passt ja hier voll zum Zimmer. Scheint mir trotzdem irgendwie komisch. So, wenn man so dreht, dann geht es auch weiter runter. Vielleicht muss man es einfach zuerst hier oben festmachen. Hier geht es gar nicht durch. Guck mal kurz, kriegst du das hier durch? Ich versuche mal jetzt schon mal ein bisschen durchzudrehen. Ich krieg's nicht rauf. Ich krieg das nicht rein. Warte mal. Habe ich jetzt? Ich glaube, ich habe da irgendwas erwischt, ein Loch. Oh, das ist aber schwierig, ey. Die Schraube ist fast weg. Richtig anstrengend. Also hier unten habe ich es jetzt drin. Aber hier sieht es nicht gesund aus.
Bisschen kriege ich noch hier. Aber ich bin so tief hier mit dem Haus drin. So, meinst du, so kann ich lachen? Ja. Aber das ist ja echt ein Akt hier. Ich glaube, das wird auf der anderen Seite nicht besser. Oh. Ich glaube, das Problem habe ich nicht auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sieht es anders aus. Das ist gut. Da gibt es so kleine Teile hier. Och, Gott sei Dank. Ah, Schnee, guck. Schnee. Das war's wohl nicht. So, ne? Das passt, oder? Aha. Das ist eigentlich süß, ne? Dass es hier so ein kleines einzelnes Dächlein gibt. Das sieht hier ganz gut aus. Mal nur hoffen, dass das hier gerade ist. Aber es bleibt ja eigentlich nichts anderes über, ne? Das muss ja gerade sein. Oh oh. Okay. Also ich muss doch eben mal kurz in diesen Bus reinschauen, weil da ist was drin, was ich jetzt noch brauche hier. Dieser Schornstein mit dem Schnee drin. Und den muss ich jetzt einbauen. Ich glaube, der gehört nämlich hier rein. Weil sonst können wir hinten die Rückwand da nicht davor schrauben. Also suche ich jetzt mal eben ganz kurz im Bus. Oh, okay, ich mache jetzt mal hier hinten einfach auf die Rücktüren. Weil leider muss ich jetzt doch schon reinschauen. Das war beim letzten Mal ganz genau das gleiche Problem, ne? Da war auch irgendwas in dem anderen Wagen noch drin. Weißt du noch, was das war? Ich weiß nicht mehr, was das war. Die Treppe? Ja, irgendwie sowas, genau. Treppe, irgendwas, was aus Plastik war. Dann machen wir mal hier hinten die Türen an, wenn sie denn nicht geklebt wären. Jetzt aber. Oder auch nicht. Doch, nein, doch. Jetzt sieht es leider nicht mehr so schön aus, wie es vorher aussah. Aber ich glaube, ich mache das hier einfach schon mal raus. Nein, hier ist ja immer noch was festgeklebt. Und hoffentlich finden wir es schnell. Hoffentlich finde ich jetzt nicht irgendwie alles. Doch, ich sehe es schon. Hier, guck mal, das ist das. Dieser lange Turm irgendwie. Der sieht aus wie so ein... Boah, ne. Oh mein Gott. Guck mal bitte, das ist Schnee. Noch eins. Hilfe. Heftig. Jetzt muss ich das auch noch rausholen, weil ich glaube, das ist da unten festgequetscht. Ich versuche das jetzt irgendwie so ein bisschen zur Seite zu tun und dann nicht großartig so raufzuschauen. Es geht nicht, es ist einfach alles miteinander verzwurbelt. Oh nein. Oh Gott, noch mehr. Oh nein. Oh, oh Gott. Wie viel? Was? Wie viel ist das? Noch eins. War da ein Loch drin? Bitte nicht. Da kam auf jeden Fall einzeln rausgeflogen. Oh, oh nein. Ich glaube, ich muss alles rausholen. Nein. Es kommt einfach alles mit. Es kommt einfach alles mit raus. Ah, oh Gott. Nein! So, schön wieder rein. Ach egal, ich schmeiß raus. So, das war nur ein Stück Pappe. Und dann ist, glaube ich, nur das hier das, was wir brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir aber sogar auch das hier, weil das muss da irgendwie schon rein. So, dann fahren wir mal den Rest kurz wieder zur Seite. Handball! Das ist echt viel. Das passt doch nie im Leben da alles rein. Ich glaube, auch hier muss irgendwie ein Batterien rein. Das mache ich jetzt erstmal auf, weil sonst wissen wir ja gar nicht, was das hier ist. Ich habe noch irgendwas auch gerade gesehen von Ticketautomat. Ich hoffe, dass das jetzt hier auch noch mit dran ist. Sonst muss ich gleich nochmal in den Wagen reingucken, wenn das da auch noch mit drin versteckt ist. Ups, kaputt gemacht. Bitte was? Okay. Das ist ein riesiger Schornstein, wo am Ende oben einfach mal Schnee rausgeflogen kommt. Will ich das? Weiß nicht, ob ich das will. Oh Gott, nein. Vor dem Anziehen der Schornstein. Ich glaube, ich muss hier wirklich Batterien reinmachen. Ich muss das jetzt erstmal kurz aufmachen und dann tue ich hier Batterien rein. Irgendwie war hier noch irgendwas mit Tickets. Es stand irgendwas Tickets oben drauf. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich da irgendwie jetzt noch was holen muss oder ob es da irgendwie einen Sticker gibt. Das wird man ja hoffentlich dann auch noch nachträglich machen können, oder? Und wir sehen, 3 Batterien gehören hier rein. Das sind schon mal viele. Und danach sind sie wahrscheinlich auch weg. Das heißt, danach komme ich dann wahrscheinlich nie mehr dran, oder? Kann ich wahrscheinlich nie mehr rausholen. Ja, ich glaube schon. Ja, wenn ich das jetzt hier mit verbaue, dann sind ja die Batterien da irgendwie drin. Ich glaube, die gucken unten weiter raus. Meinst du? Warum tue ich das dann? Werden wir sehen. Doch, muss man ja. Das wäre ja Quatsch, ja, wenn, man doof, das, wenn man das nicht... Sun like a cold, leading baby. Was ist das? Irgendwie so ein Zettel. Doch, das ist ein Ticketschalter. Da unten ist so eine Sprechauswölbung, wo man so die Tickets dann durchschieben kann. Ich bin ja gespannt, was da jetzt passiert. Hier ist nämlich ein Schalter gewesen, wenn ich da drücke. Soll ich das noch testen? Süß. Na, guck mal. Guck mal, so ein richtig langes Teil. Hier oben gibt es dann auch nochmal so einen Kamin. Und da kann man richtig schön am Kamin sitzen. Und hier oben, irgendwo hier oben, kommt es dann rausgeploppelt. Aber ich meine, dass da irgendwas auch noch fehlt. Da fehlt irgendwas. Tschüss. Tschüss. Okay, also ich kann es schon mal hinstellen und kann das dann einfach so von hinten reinschieben und dann bauen wir das quasi ein in das Haus. Ja. Aber irgendwie kommt man hoffentlich nochmal wieder ran. Nein, da oben. Wobei, ja, es ist noch höher als das andere. Das ist nicht gut. Oha, und wenn ich jetzt das auch noch dazwischen schiebe, das muss ja hier... Ach doch, das geht aber. Da hoch? Ja. Ah, stimmt, hier. Ja, da nicht. Ich muss ja hier irgendwie rein. So. Genau, und da kommt man nämlich hier noch an den Schalter dran. Ich muss, glaube ich, mal aufstehen. Das ist wahrscheinlich irgendwie gleichmäßig auf jeder Höhe hier so reinschieben. Und es soll wieder raus. Aber nee, da kommst du nicht mehr dran, wenn man das jetzt hier davor schiebt. Vielleicht ist es ja genau, dass es hier so außenrum befestigt ist. Krass, wie das hier aussieht, oder? Oha! Nicht schlecht. Und jetzt schrauben wir hier irgendwie was davor. Aber wahrscheinlich kommt man trotzdem noch hier unten dran. Okay, also es gibt hier einmal das hier als Rückseite. Auch schon mal sehr süß. Das sind so die Berge. Da guckt man dann quasi so aus dem Fenster raus. Hier haben wir noch einen kleinen Brief.
Briefkasten. Und von der Seite sehen wir dann eine Straße. Meo und Coffee. Also so ein, vielleicht so ein kleines Café, Katzencafé oder sowas. Und das sieht fast aus wie ein Kino. Genau. I know what you did last winter. Eine gute Anspielung. Kennst du das? Na klar. I know what you did last summer. Kleiner Horrorfilm. Den fand ich auch ganz cool früher. Wo gehört das jetzt hier ran? Ich glaube hier. So, müsste das hier rangehören. Wo kommt denn das hier überall befestigt? Einmal hier unten. Kannst du mir die Schraube filmen und nicht mich? Danke! Es kitzelt hier. Ich glaube, das ist Lametta oder so. Kitzelt das? Da sieht man, dass ich es professionell mache, oder? Was habe ich jetzt runtergeworfen? Oh, hoppala. Wie viele Schrauben kommen denn da hin? Ja. Das mache ich doch mit links. Auf meine Finger zu filmen. Hör auf! Oh. Okay, das ist wieder die Innenseite. Hier sehen wir Frau Lehrerin. Wir sehen eine Tür mit, keine Ahnung, was das ist. Eine schöne gemütliche Ecke mit so ein paar Sitzkissen und hier haben wir wieder das Badezimmer. Und oben sieht es aus wie eine kleine Bäckerei. Hä? Oder eine Küche. Was? Warum sollte man eine Bäckerei im Haus haben? Ja, weil ich glaube, das ist eine Wintervilla und da kann man Urlaub machen. Achso, ich wollte den Rückseite auch noch zeigen. Und hier ist ja auch ein Kino noch hinten drauf. Also irgendwie wohnen wir vielleicht in einem Kino, in einem Café. Das ist einfach ein Winterchalet. Nicht ein Wohnhaus, sondern es ist was anderes. Ach, und hier ist das Tickets-Ding, was ich hier vorhin gesucht habe, fällt mir gerade auf. Das sieht richtig cool aus von hinten. Besonders, weil das nicht nur einfach so eine Fassade ist, sondern das ist halt echt cool, so mit Bergen gemacht, ne? Das hat schon Stil irgendwie. Das ist schon was Besonderes. Keine Ahnung, ob da irgendwas ist dahinter. Ich jag hier einfach meine Dings durch, eine Schraube. Ich glaube, jeder Handwerker, der das hier sehen würde, der, weiß ich nicht, schlägt sich die Hände vor die Augen. Aber ich bin ja kein Handwerker. Schrauben, sagt er mir. Aber eben hat er mir auch drei gesagt. Ich weiß nicht, wo die letzte Schraube hin soll. Ja. Schwund ist überall. Also erstmal, das hier ist wieder innen. Guck mal, das ist doch so eine große Eingangstür. Das hat doch keiner. Kein Wohnhaus. Das ist doch irgendwas Besonderes. Vielleicht ist das auch eine Chalet-Winterdisco. Winterdisco. Winterdisco. Ist doch eh Winterdisco. Das ist kein Wohnhaus, glaube ich. Ach, Bibi, Decora. Unbelievable. Die kennt man ja, die ganzen Sachen. Eigentlich sind das ja die Eingangssachen hier für das Haus. Irgendwie verwirrt mich das leicht. Hm. Aber man kann doch ein Ticket kaufen. Also ist es irgendwas? Ja, wir können es ja mal überlegen. Was glaubt ihr, was das sein soll? Du darfst auch mal überlegen. Was meinst du, was das ist? Einkaufszentrum. Einkaufszentrum? Nee, oder? Ich glaube, das ist irgendwie so ein Abenteuer-Chalet, wo man alles Mögliche machen kann. Vielleicht kann man da auch übernachten. Und man kann halt auch hier dieses, man kann ja so mit dem Lift da hochfahren. Und dann kann man vielleicht auch Skifahren. Hier sind ja auch ganz viele so Schneehügel. Weil man kann da irgendwie, man kann ein Ticket kaufen und ich glaube, ach so, nee, warte mal, man kann ja Tickets kaufen fürs Kino. Das macht keinen Sinn alles. Ich weiß nicht, wie das zusammengehört. Habe ich überhaupt was getroffen? Ich weiß nicht. Ja, wir haben es gleich geschafft. Aber eigentlich müssen wir es gleich nochmal ausprobieren, ne? Mit dem Schnee da. Wir schon wissen, wie das funktioniert. So, drei noch. Eine hier unten. Ich bin so überrascht, weil eigentlich fehlt ja auch hier noch so eine Schräge, so eine Dachschräge. Das ist so ein bisschen schief. Die Dachschräge, die hat es irgendwie in sich. Oh. Nein, es ist hier voll der Klitz in der Mitte. Wie kriegen wir denn das wieder weg? Jetzt muss das hier wieder dran. Jetzt müssen wir es wieder zusammenziehen. Oh Mann, eben sah es doch so gut aus. Jetzt ist hier voll so eine Ritze. Das alles mit links. Wie sieht's aus schon in? Ich habe es noch nicht gesehen. Ihr seht es jetzt zum ersten Mal ohne mich. Sieht's gut aus? Ich muss gleich nochmal andersrum drehen, weil ich habe sie die ganze Zeit von hinten gesehen. Von hinten sieht es ziemlich gut aus. Ich habe sie die ganze Zeit von vorne gesehen. Echt? Ja. Ja, guck mal, ich guck mal, wie es von hinten aussieht. Ich guck mal kurz von vorne an. Guck mal, was da kommt. Na, was sagst du? Ja. Sieht gut aus, ne, von hinten. Sieht sowieso ziemlich cool aus, auch mit den Bergen hier. Bin ganz begeistert. Kuh fehlt noch, das ist das hier. Aber wo war dieses kleine Ding dahin? Ich weiß es nicht. Was ist das überhaupt?
Zweimal zwei Schrauben hier rein. Das ist jetzt von innen natürlich. Das ist eigentlich so ein Schrägdach, ne? Da fallen ja die ganzen Sachen runter, wenn wir das hier so hinstellen. Aber naja, gut. Und das ist wieder außen mit dem Schnee. Und das werde ich jetzt hier natürlich so anpassen. Mal schauen, wo wir das jetzt hier befestigen müssen. Nein, ich muss es wieder umdrehen. Ich muss es von hinten befestigen. Ah! Ich drehe es mal so rum. Ich guck mal, ob ich es so hinkriege. Was war's denn da? Ein Schraubefilm? Der Star des Videos. Eine Schraube. Ja, bitte. Jetzt fehlt noch, ich habe schon gesehen, dass hier vorne dieses kleine Ding dazwischen kommt. Einmal das an dem Giebel und das hier auch. Also das kommt, glaube ich, von vorne dran und das kommt von, ja. Okay. Also einmal von hier dran. Du siehst jetzt hier die hässliche Seite. Warum ist denn das hübsch? Hässlich. Ach so, weil da ja eh was davor geschraubt kommt. Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe es falsch gemacht. Aber normalerweise ist ja hier so eine hässliche Seite nicht vorne. Weißt du, was ich meine? Hier kommt ja gleich noch was anderes vorgeschraubt. So, und jetzt muss das Dach hier zusammenhalten, wenn wir das hier zusammenschrauben. Oder ich bohre mir in den Finger. Ständig schlage ich irgendwo gegen. Ich glaube, ich bin hier irgendwie durchgedingst. Da geht's nicht weiter. Nein, das waren die hier. Upsi. Deswegen ging das nicht so richtig. Schade aber auch, da mussten eigentlich die ran. Und jetzt? Soll ich die rausholen? Sind die länger oder was ist das? Ja, die sind kürzer. Sind die länger? Ja. Nein, die sind kürzer. Weil ich brauche ja die anderen, die langen brauche ich jetzt für das andere. Und jetzt habe ich nur noch zwei. Ah, jetzt muss ich die wieder rausholen. Also die Kamera ist gerade eben irgendwie ausgegangen und ich weiß nicht genau, was ihr jetzt noch gesehen habt. Auf jeden Fall ist das kleine Teil hier vorne gesprungen beim Schrauben reindrehen, weil die Schrauben zu lang waren, weil ich nämlich nicht die kurzen hier genommen habe. Dummerweise, man sieht es jetzt Gott sei Dank nicht so von außen. Ich hoffe auch, dass es trotzdem irgendwie hält. Naja, es wird ja gleich jetzt nochmal das andere Teil da von vorne gegengeschraubt. Aber das sollte man auf jeden Fall deswegen nicht machen, weil dann das Holz anfängt sich so zu spalten. Das war etwas blöd. Mir fehlt übrigens eine Schraube. Hast du da vorne bei dir noch eine Schraube gesehen? Nee, die habe ich dir gerade gegeben. Ja, aber es fehlt noch eine. Irgendwie habe ich eine. Ach nee, guck mal, es sind nur fünf. Ach so, okay. Hier ist nämlich gar nicht noch eine. Ich brauche nur fünf. Ich dachte schon, mir fehlt eine Schraube. Nee, es fehlt tatsächlich doch keine. Jetzt schrauben wir nämlich das hier einmal so davor. Jetzt fehlt mir eine Schraube. Oh Mann! Dankeschön. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Sind doch noch fast zwei Stunden jetzt. Echt? Oh mein Gott. Zwei Stunden und Ben muss die ganze Zeit die Kamera halten. Ja, 100 Euro Stundenlohn, das passt schon. Okay, Freundschaft beendet. Ja, das ging ja schnell. Weil ich nicht bezahlt werde. Weil du meinst, weil du die Freundschaft beendest? Ja. Nee, ich habe vorher schon, gequittet. Nee, ich habe zuerst übernachtet. Nee, ich habe zuerst gequittet. Wir haben es auf Band. Wer hat zuerst die Freundschaft beendet? Nein, wieso beende ich doch nicht die Freundschaft? Ah, du offensichtlich schon. Das ist echt viel Arbeit. Ich sehe auch, dass da unten noch irgendwas fehlt. Aber so zum Zusammenschrauben haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr, ne? Das hat gerade geknuscht. Ich muss mal aufpassen, ob ich nicht wieder irgendwo gegenstoße. Drei Schrauben und dann sind wir fertig. Die letzten Züge. Das hat schon wieder geknackt. Was passiert hier? Genau, und das hier wird nämlich jetzt nochmal hier unten befestigt, an dem Teil. Wenn ich denn hier das Loch finde, warum sind hier eigentlich überall noch so Löcher ausgestanzt? Kommt da auch irgendwas rein? Aber ich habe doch gar keine Schrauben mehr. Ich sehe das schon kommen, ey. Beim nächsten Mal mache ich dann hier so den Bus auf, hole dann Sachen raus, da sind dann nochmal irgendwie 50 Schrauben drin. Nein! Ah, ich darf das Loch nicht. Da ist das irgendwo. Ja, hier oben kann man was kaufen. Da oben, das ist so ein Café. Also die anderen Räume, die sind alle relativ, da weiß man nicht so genau. Könnte auch eine Wohnung sein. Das werden wir auf jeden Fall im nächsten Teil feststellen, je nachdem, was wir für Möbel dabei haben. Letzte Schraube. Fertig! Soll ich das jetzt schon mal ausprobieren hier mit dem? Ja. Au! Aber wo fliegt denn das hin? Das fliegt doch überall hin, oder? Ja. Nee, es fliegt nur nach vorne, glaube ich. Kann man da nicht irgendwas drin zum Aufbauen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich drehe das jetzt nochmal hier zu euch und hier unten sieht es so ein bisschen aus wie so ein Kamin. Ich denke mal, hier muss wahrscheinlich das Zeug hier rein. Ich habe echt ein bisschen Angst, was jetzt passiert, wenn ich das hier reintue. Im besten Fall fliegt das da irgendwie nur vorne raus. Soll ich alles voll machen? Nein. Na, mach eine Handvoll erstmal wirklich vorne. Ja, ne? Vor allem, die sind ja so voll elektrisch geladen. So hier, dass die unten reinkommt? Nö. Ich glaube nicht, Tim. Glaubst du nicht? Nee. Sondern? Ich glaube eher, die steckt man oben rein. Aber versuch. Und dann kommen sie unten raus, oder was? Nein, nein. Sie füllen oben rein. Und dann? Pusten die oben auch wieder raus. Aber drück doch mal den Knopf. Okay. Jetzt schon? Ja. Ich glaube, da muss mehr rein. Ist wahrscheinlich ein Föhn, der nach oben pustet. Ja. Kann man den nicht abnehmen? Warte mal, ich guck mal lieber auf die Beschreibung. Warte. Guck mal. Hör auf. Gibt's auch noch einen Schlauch und so. Schlauch. Hey, jetzt verstehe ich gar nicht, warum steht da nichts?
Hier ist in der Seite auch ein Loch. Ich glaube, wir haben noch nicht alles, was wir brauchen. Also ich habe gesehen, dass es so ein Fach gibt. Das ist aber alles noch hier in diesem, ich wollte gerade sagen im Glamper, es ist ja nicht der Glamper, in diesem Wagen drin, in dem Schnobär, in dem Snowbus. Da ist das drin, da ist so eine, wie so eine kleine Box und dann kann man die hier so davor stellen und voll machen und da kann man dann halt eben diese Kügelchen reintun und dann halt auch so reinschieben mit so einem kleinen Kehrset irgendwie und dann kommen die wahrscheinlich oben raus. Also insofern haben wir das jetzt alles noch nicht. Das müssen wir beim nächsten Mal dann auch alles ausprobieren. Oh Gott, das wird wieder so lang, das Video. Wie seht ihr schon kommen? Ich richte mal meine Dinger, meine Schneeflocken. Ich glaube, ja, dann machen wir das halt beim nächsten Mal. Weil sonst muss ich jetzt noch weiter drin rumwühlen und das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Dann wird beim nächsten Mal weiter aufgebaut und hier muss ja auch noch einiges eingesetzt werden, habe ich schon gesehen. Da sind ja auch noch hier Scheiben und alles, was so fehlt. Es gibt auch noch irgendwie so einen komischen Schlauch und an dem Schlauch fährt ja dann dieser Lift irgendwie noch hier hoch an der Seite. Und ja, genau, diese ganzen Dinger hier vorne, die fehlen ja auch alle noch. Aber ich glaube, die muss man dann nicht mehr zusammenbauen, ne? Die sind dann, glaube ich, schon fertig. Die kann man dann irgendwie so irgendwie reinschieben. Ich weiß noch nicht genau. Also ich glaube, ich habe fertig. Das Video wird wahrscheinlich gar nicht so lang sein, weil ich glaube, ich werde wahrscheinlich ziemlich viel geschnitten haben. Hast du da irgendwie Styropor vorne auf der Linse? Oder so einen fetten Flusen? Ne, ich glaube, es ist nur eine Spiegelung. Oh, du hast ja ein bisschen so gefilmt, ne? Dass man mal so. Nee, ich habe nicht gefilmt. Nein, du hast mal ein bisschen gefilmt, wie das hier so aussieht. Ja, so ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das hier. Atme noch mal aus. So. Oh, das war ein bisschen viel vielleicht noch. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das am Ende dann irgendwie funktionieren wird. Da freue ich mich schon sehr drauf und auf diese ganzen Gimmicks. Das Gute kommt ja erst noch. Das war ja jetzt nur das Zusammenbauen. Das war ja voll anstrengend für mich. Ja. Für dich auch. Nö. Okay, also ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder, im nächsten Teil, wenn ich die ganzen Sachen hier richtig reinräume und wir dann mal sehen können, was das hier alles so gibt. Dann habe ich auch noch ganz viele Batterien und so. Vielen Dank fürs Filmen. Ja. Und bis zum nächsten Video. Kannst mich ja verlinken. Ich verlinke dich sowieso immer. Stark. Welchen hättest du denn gerne verlinken? Verlinken. Toys. Ben Master Toys möchtest du gerne haben? Ja. Ja, okay. Dann verlinken wir Ben Master Toys. Ich sag sowieso immer, dass man bei dir vorbeigucken soll, weil du auch ganz viele Adventskalender und sowas gemacht hast. Aber auf allen Kanälen eigentlich. Okay, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Grüß noch mal einen Namen bitte. Ich habe jetzt Marina. Marina, okay. Ich grüße dann noch Lars. Und Cheyenne grüße ich auch noch. Und Lea. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. When there's no more light that you can see.